So, ihr Lieben, hier habe ich mein schwarzes Deko-Tablett, also schwarzer Teller, also Holz-Tablett, ja, Holzteller zur Dekoration. Habe hier ein bisschen Folie, weil ich den dann durch immer wieder anders dekorieren möchte. Die Folie zum Schutz von dem Teller. Habe hier frisches Moos aus dem Waldspaziergang, ein paar Eicheln, die sich auch jetzt langsam schon am Verfärben sind, ein paar Hackebutten, ein Stück nasses Holz und ein paar Tannenzapfen. Das heißt, jetzt lege ich erstmal unter den Moos. Bringe ich erstmal die Folie drunter. Und das Moos ist wirklich noch feucht. Es bleibt natürlich auch grüner, umso länger es feucht bleibt. Und so schütze ich aber auch das Holz hier drunter. Ja, das ist hier typisch hier im Wald. Ja, kleine Blätter. Genau so. Mach ich nur die groben Sachen weg, den Rest lasse ich, weil ich eigentlich sehr schön finde. Ich habe hier das nasse Holz, das lege ich hier auch so quer drauf. Also man findet immer irgend so etwas, was so Stücke fast die aussehen, fast wie eine Wurzel. Dann habe ich hier eben ein paar Tannenzapfen. Mal gucken, wie das so zusammen passt, dass es auch nett aussieht. Die Hagebutten, die sollten eigentlich auch noch mal einstecken. Danke, dass die so drauf kommen. Jetzt wieder an die Seite schiebe. Ich merke hier so ein bisschen Feuchtigkeit durch den Rand. Habe ich hier noch ein Teelicht. Das machen wir auch so ein bisschen Stimmung zu haben. Habe hier noch so ein paar Filzblätter. Ein paar Hütchen. Oder hier die doppelten. Ja, das ist eine Rucki-Zucki, einfache, schnelle Dekoration. Habt ihr auf jeden Fall ein paar Tage lang Spaß dran. Das Holzstück und auch die Tannenzapfen können in Ruhe abtrocknen. Und ihr braucht es nicht irgendwo zum Trocknen erstmal hinzulegen, sondern habt es direkt in eure Dekoration eingebaut. Also wenn ihr auch so Blüten wie jetzt hier getrocknete Hortensien aus anderen Dekorationen, könnt ihr auch sowas noch dazulegen. Also je nachdem, was ihr einfach habt, mischen und einfach ausprobieren. Das Schöne an Dekoration ist, ihr könnt die Sachen da drauf auch immer wieder verwenden. Egal ob es das Filz ist, das Teelicht, das getrocknete Holzstück. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!